Am Mittwoch, den 23.11.2022 um 13.06 Uhr wurde die Polizei Bonn nach Limperich alarmiert, da der Mitteiler eine verwirrte Person im Bereich der Gleise an der Straßenbahnhaltestelle Limperich Nord angesprochen hat, die sodann weglief. Sie wurde an der Heiligkreuzkirche angetroffen, wo sich herausstellte, dass kein Behandlungsbedarf durch einen hinzugezogenen Rettungswagen nötig ist, sodass sie zur Wohnunterschrift gebracht und an die Angehörigen übergeben wurde. Im Einsatz waren mindestens zwei Funkstreifenkraftwagen und der Rettungswagen 21. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt, und euch auch weitere Videos von mir anschaut.